Baum platzieren. Es platziert sich da daneben. Es ist also ein festerer Gegenstand. Für die, die es nicht wussten. Oh. Dann haben wir diese Bäume, die mich verarschen wollen. Da noch einen Baum hinten platzieren vielleicht. Oh, scheint auch so ein Baum, der mich verarschen wird zu sein. So. Das sieht komisch aus. Hier kann ich noch eins machen und da kann ich noch eins hinmachen. Und hier dann noch so ein bisschen. So. Wunderschön. Kommst du raus? Mal ganz so krass aus. Und von hier aus gesehen ist es einfach nur ein Wald. So. Und dann sehe ich hier noch einen Baum und da noch einen Baum. Huch. Ja, das ist natürlich jetzt viel zu viel. Geh weg. So, perfekt. So, hierher. Das bleibt frei hier. Das Fenster. Dann kann ich nämlich hier Treppen hinbasteln noch auf diese zwei Dinge hier. Den kann man sich auch hinsetzen einfach. Auch nicht schlecht. Okay. Wie mache ich das jetzt hier zu Ende? Erstmal würde ich die Glowstones jetzt reinpacken. Moment. Glowstones. Damit ich, wenn es dunkel wird, gleich beobachten kann, wie es aussieht. Glowstone, Glowstone. Glowstone. Auf Half-Slabs können die ja nicht spawnen, die Viecher. Ich weiß nicht, ob sie zwischen Blumen spawnen können. Das wäre mir neu. Hier mache ich überall mal so einen Glowstone hin, damit hier nichts spawnt. So, Glowstone, Glowstone, Glowstone. Ja, okay, gut. Dann essen wir noch ganz kurz was. Ich habe extrem viel Hunger irgendwie die ganze Zeit. Also hier im Spiel meine ich jetzt ja natürlich. Okay, eine Blume brauchen wir noch. So. Und ein Glowstone. Brauche ich mal die Pfeile dafür weg einfach jetzt. So. Wunderschön, wunderschön. Das Haus haben wir noch gar nicht eingerichtet. Es kommt da ganz zum Schluss wahrscheinlich dran, das Haus. Dann machen wir noch so einen schönen Verkaufstresen hier irgendwie rein und so. Wunderschön, so. Jetzt haben wir unten aber erstmal weiter, denn hier muss auch noch was getan werden. So, es kommt weg und ich brauche die Erde. Okay, wie mache ich das jetzt hier? Bis hier ist die Erde noch. Ich würde dann bis hier noch die platzieren. Und würde dann... Moment, 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 oh, schaffen wir schon. Alles easy peasy. Quatsch. Alles easy peasy, das nächste, was ich mache, ist ein Fehler. Klasse. Hier ist das Problem mit denen, dass hier... ...weitergebaut wird. So.
So. Dann würde ich einfach hier oben, wo ich vielleicht sogar komplett bis hierher einfach hochziehen wollen. Moment. Ausprobieren. Sondern reiß mal alles wieder weg. Ich musste heute noch nichts wegreißen. Also zumindest nicht in größerem Maße. Wo ich öfters gesagt habe, wir müssen es vielleicht wieder wegreißen. Das gefällt mir. Wenn ich jetzt hier oben dann einfach das wegmache hier. Und das da auch natürlich. So. Dass ich dann hier oben den Zaun bis hierher gehen lasse. Das ist ja natürlich nicht so betreiben hier. So, habe ich noch Holz dabei? Holz. Ich habe noch Stöcker dabei und Holz habe ich noch Fichte. Fichte brauche ich halt eh nicht, also von daher. Boing und flup, flup, flup. Creeper können nicht her, weil die sind ja dann hier. Und dann mache ich hier einfach wieder so ein. Vielleicht tue ich einfach noch ein hochgehen. So. Hier kommt der Zaun hin. Das haben wir gleich, Moment. Zaun, Zaun, Zaun. Wunderschön. Hier kommt hier jetzt noch ein Blumenfeld hin. Das heißt, das kommt auch weg hier. Hier kommt hier ein Blumenfeld direkt hin. Wie ich das hier mache. Vielleicht mache ich hier auch ein Blumenfeld einfach hin. Als das nach unten geht, ist ja natürlich auch noch cool. Jetzt hier Blume, Blume, Blume. Oder lass natürlich komplett weg. Verschwindet mal. Verschwindet mal, sagte ich. Natürlich auch komplett weglassen und dann hier einfach Blumen reinzimmern. Sieht aber glaube ich ein bisschen komisch aus. Oder hier könnte ich, das sieht gerade voll so geil aus, könnte man hier rein noch eine Tür reinbauen, so ein unterirdisches Geheimversteck. Die Frage ist aber, was könnte ich da reinpacken? Das wäre echt gerade eine coole Option. Da könnte ich hier drunter meine, da könnte ich hier drunter eine Pilzfarm bauen. Das ist doch mal eine Option, ey. Mir geht's von hier aus dann gleich weiter zur Pilzfarm. Dann hat das sogar im Endeffekt sogar noch einen guten Nutzen, weil dann müssen wir hier ab und zu mal hin, um wenn wir Pilze brauchen. So, Moment. Und klack. Wunderschön. Dann kann ich hier eventuell im Moment. Hier müsste ich dann so machen einfach. Ja, passt schon. Klasse, freut mich. Warum nicht? Okay, meine lieben Freunde, ich würde aber an dieser Stelle dann doch noch eine Aufnahmepause machen wollen. Wir haben ja extrem viel geschafft, die Folge Blumen, Wald haben wir gepflanzt, wir haben Lab verzaubert, wir haben hier alles mögliche, wir haben den Ort für unsere Pilzform jetzt auch gefunden im Endeffekt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Yeah! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir waren beim letzten Mal dabei, unser Blumenhaus zu bauen.
Wir sind ja schon recht weit gekommen. Und wie ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Wir bräuchten mal Wacker in der Wohnung. Und ich habe da jetzt ein ganz spezielles Blümchen mitgebracht. Ich pflanze es hierher. Nun sprich mit mir, Blume. Sprich mit mir. Hallo. Die Blume des Todes. Stopp. Bist du weg? Bist du tot? Ah, oh, ich bin die wundervolle Blume. Oh, das ist ein wundervolles Blümchen. Oh, Blümchen. Ich bin ein schönes Blümchen. Oh, Blümchen bin ich. Okay, gut. Wer ist denn das wunderschöne Blümchen? Oh, Spinne. Das Blümchenwolke. Das Blümchenwolke. Hast du schon mal eine Blümchenwolke gesehen? Also bitte. Bleib doch mal realistisch. Wenn, du schon, wenn du schon rumspinnst, dann bleib wenigstens realistisch. Was, Blümchenwolken? Mir ist ganz Blümerrand. Ha! Wie lustig. Die allgemeine Blumenwolke. Mir kommt gleich die allgemeine Blumen... Mir kommen gleich allgemeine Blumen oben raus, ja. Ich meine, wer kennt die allgemeine Blumenwolke nicht? Also, die muss man einfach kennen. Die gemeine Blumenwolke meinst du wohl eher. Die ist ganz fies zu mir. Ja, also für alle, die es noch nicht gerafft haben, jetzt mit dabei ist der Wolke. AK Blume. Ja, hallo. Genau, die Blumenwolke. So, nicht zu verwechseln mit... Nee, das sage ich jetzt nicht. So, also auf jeden Fall, wir sind wieder dabei. Hier mit dem Blumenhaus, das wir ja bauen wollten. Lieber Wolke, wir wollten hier ein wunderschönes Blumenhaus einbauen. Denn mit Version 1.7 sind ja 5 Trilliarden Blumen dazu gekommen. Eigentlich nur 5, aber okay. Nein, es ist ein bisschen mehr. Ja, ja, es gibt hier jetzt... was gibt's denn alles? Mohn, rote Tulpen, weiße Tulpen, Sonnenblumen, rosa Tulpen, Löwenzahn, Sternlauch, Rosenbüsche, Lilien. Nee, gibt es Lilien? Ich weiß es noch nicht. Was machst du da? Raus aus meinem Blumenbeet! Da habe ich jetzt einfach mal so einen Blumengarten angefertigt hier. Flieder gibt's noch. Was gibt's hier noch? Mohn gibt's noch. Margarite gibt's noch. Sternanus, Anis. Gibt's auch noch. Nee, gibt es überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz lustig. Und wir bauen gerade so ein kleines Häuschen, wo wir das alles anpflanzen. Wo sind denn die Viecher? Soundboy! Ach, da ist er. Ja, da hatte ich in der letzten Folge auch die Idee, dass ich unter die Blumenfarmen, die wir hier so wunderschön aufbauen, dann noch eine Pilzfarm baue mit Riesenpilzen. Okay. Weil meine Füße reichen langsam nicht mehr. Für die ganzen Pilze. So. Ja, der Wolke ist als Co-Moderator dabei, der spielt nebenbei Black Ops 2, der kleine Shooter King. Und ja, Zombie-Modus. Und ich sag das jetzt einfach mal so, der Wolke, der weiß das gar nicht, also der weiß es mittlerweile halbwegs, aber ich sag's einfach mal so, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehr viel Rescaria zusammenspielen auf Magic Mine. Und der Wolke, der ist jetzt mit dabei. So. Der hat auch gar nicht viel mit zu sagen, der ist einfach mit dabei. Ja, das ist allgemeiner Beschluss. Das ist eingerichtet. Das ist allgemeiner Beschluss der Konföderation für Dinge. Für Gaming. Für Gaming. Konföderation. Die allgemeine Konföderation für Gaming. AKG. Das klingt sogar irgendwie glaubwürdig. AKG, das klingt. Wir lassen das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich weiß ja nicht, was bei dir steht, aber okay. Ich hab vergessen, die Texture. Wenn du das wüsstest, dann bin ich, glaube ich, raus aus der Nummer. Ich habe vergessen, Texture Pack wieder reinzupacken, weil ich ja jetzt einen Trailer für Magic Mine gemacht hatte und da hatte ich den Dings draußen. Da hatte ich mein Ding draußen. Oh nee, ey. Ich muss die Mitte lassen, das geht gar nicht. Hier steht alles, du hast dein Ding draußen. Ja, es ist wunderbar. Mach die Texture Pack raus. Was? Texture Pack. Packs. Ach, jetzt habe ich sogar ein Texture Pack. Huch. Wo, Sexor. Wo, ja, ja, komm, jetzt lass mal. Jetzt habe ich sogar ein Texture Pack, wo wir, wo die Blumen anders aussehen. Das sieht ja schön aus. Oh, das ja, ich habe das, ich nutze ja noch das Honeyball 1.6 und da sind die Blumen ja noch nicht aktualisiert worden. Ich weiß gar nicht, wann Honeyball das nächste raus oder hat, ob es schon hat und ich habe es einfach noch nicht registriert. Das kann natürlich auch sein. Das
Wäre bei dir natürlich durchaus möglich, gell? Aber der Wolke weiß ja so, vor allem der Wolke weiß aber ja, was wir bauen und so, weil der Wolke guckt ja regelmäßig das Let's Play. Ich gehe davon. Ich habe letztes Mal wieder reingeguckt, also deine Eierproduktion ist ja wirklich einfach mal gar nicht übertrieben. Meinst du jetzt in-game oder? Ja, aber du weißt genau, was ich meine. Ja, nee, das... Allgemein deine gesamte... Ja, ich hatte das ja eine ganze Weile, dass das extrem übertrieben war. Ich hab's jetzt durch diesen Mechanismus, den ich eingebaut habe, habe ich das jetzt ja unter Kontrolle, dass ich wirklich sagen kann, so, ich schalte jetzt die Eierproduktion ein oder ich lasse aus. Und das ist halt, meiste Zeit ist sie jetzt aus. Und wenn ich ja wirklich mal Level brauche, dann habe ich sie eingeschalten. So. Ich habe einfach nur gesehen, wie viele, also wie mega viele Eier du da gelagert hattest. Das war echt einfach mal... Ja, das war gar nichts. Die Hälfte davon war ja schon wieder weggeballert. Also das ist ja schon wirklich... Ja, das war nicht mehr...